Wenn Jim Cramer spricht, höre ich sehr, sehr genau zu, denn Jim Cramer ist aus meiner Sicht der beste Kontraindikator der Welt. Es gibt Bestrebungen, ein Inverse Cramer ETF aufzulegen, also ein ETF, das genau das Gegenteil tut dessen, was Cramer tut. Der hat ja einen Investment Club auf CNBC und dieser Jim Cramer hatte gestern gesagt, also der Markt hätte gestern 4-5% fallen müssen nach den Aussagen von James Ballard, dem St. Louis Fed-Chef, der gesagt hat, ja, die Zinsen müssen bis 5-7% steigen, um ein restriktives Niveau zu erreichen. Die Märkte erstmal schockiert, aber haben sich dann wieder erholt und daraufhin sagte Jim Cramer, also 5-6% hätte es heute nach unten gehen müssen. Wenn wir uns jetzt mal die Struktur des NYSE Composite anschauen mit dem NYSE Oscillator, dann sehen wir, ups, das sieht so ein bisschen aus wie vor dem letzten Down-Move. Wir haben eine relativ bullische Stimmung inzwischen. Fear and Greed Index, private Investoren in den USA wieder deutlich optimistischer. Man will die Jahresendrallye haben. Man fordert sie geradezu ein und jetzt heute natürlich der kleine Verfall, da geht es um sehr, sehr viel, da ist ein großes Volumen dazu gleich mehr, aber schauen wir uns noch mal Aussagen von Jim Cramer an, damit Sie wissen, was ich als Kontraindikator meine. Der hat zum Beispiel am 22. Juni diesen Jahres gesagt, Sam Bankman-Fried, also der Chef der jetzt pleite gegangenen Kryptobörse FTX, der sei der neue JP Morgan, jener JP Morgan, der damals in der Börsenpanik 1907 intervenierte und maßgeblich die Gründung der Fed vorantrieb. Dann erinnern Sie sich vielleicht noch, wie er bei CNBC fast wirklich geheult hat, nachdem er ja permanent Meta empfohlen hat und die Aktie so abgestürzt ist. Seit seinem Heulauftritt ist die Aktie dann wieder 20% gestiegen. Oder hier 11. November, da sagte Jim Cramer, also der Nasdaq, die Wachstumsaktien, die haben more Horror vor sich. Und was folgte, waren die zwei besten Handelstage seit der Finanzkrise. Kürzlich hatte er Target wieder empfohlen, jene Aktie, die dann 13% nach den Zahlen abgeschmiert ist. Also das ist schon sehr, sehr treffsicher in der falschen Beurteilung. Ich kann mich erinnern, als ich noch im Brokerage gearbeitet hatte, da hatte ich auch einen Kunden, der hatte absolut das Richtige Gespür für den falschen Moment. Der hat wirklich immer genau auf dem Top gekauft und auf dem Tief verkauft. Ich hatte schon ernsthaft überlegt, den vielleicht zum Trading Desk der Deutschen Bank zu vermitteln für teures Geld. Denn so einen sicheren Kontraindikator kriegst du nicht oft in der Welt. Und Jim Cramer also ist einer dieser herausragenden Kontraindikatoren und der sagt, ja, guckst du, das sieht doch jetzt gut aus. Ballard hatte ja gestern gesagt, wir wollen den Fehler der 1970er Jahre vermeiden, als die Fed damals ja auch dann die Zinsen gesenkt hat, weil die Inflation wieder runterkam, dann aber die Inflation wieder nach oben ging. Allerdings 79 ging die Inflation nach oben wegen der Geschehnisse im Iran. Machtwechsel zu Khomeini vom Schah. Sie erinnern sich, jedenfalls sehen wir, dass die Märkte sich deutlich besser halten, als eigentlich angezeigt wäre, wenn wir jetzt mal die Terminal Fed Rate Expectations uns anschauen. Also das, was die Märkte als Hochpunkte der Zinsen erwarten. Wir sehen gestern nur leicht echtes Minus bei den US-Indizes, die zwischenzeitlich deutlich stärker im Minus gewesen sind und erstaunlich in der Tat nach den Aussagen von Ballard, die ja sehr hawkisch waren, sind dennoch die 30-jährigen Mortgage Rates so stark gefallen wie seit 1981 nicht mehr und zwar auf 6,61%. Wir waren kürzlich noch bei 7,2%, also das sind Entspannungssignale, wenn man so will. Allerdings, hier die Bank of America sagt jetzt im neuesten Financial Stability Report, den die Fed vorgelegt hat, dass die Bank Lending Practices, also dass praktisch die Kreditvergabe, sich jetzt deutlich rigider gestaltet. Die Banken werden deutlich vorsichtiger, ziehen die Daumenschrauben an, geben nicht mehr so schnell Kredite. Deswegen sagt die Bank of America, 2023 wird sozusagen das Tightening der Fed, also die weniger laxe, die strengere Geldpolitik der Fed, wie auch eben die Kreditprobleme werden schneller wirksam werden, als die Märkte derzeit denken. Wir haben praktisch ja einen Tsunami gesehen und jetzt passiert erstmal scheinbar nichts, aber die Wellen kommen. Es dauert nur eben, bis sie praktisch dann ans Ufer kommen. Die Anleihenmärkte spielen das schon. Wir sehen, dass die komplette Yield Curve, also von der einmonatigen US-Staatsanleihe bis zur 30-jährigen Staatsanleihe invertiert ist. Wer
Eine einmonatige hat, der bekommt 3,93 Rendite, bei der 30-jährigen sind es 3,89% der Rendite. Es gab nur zwei Gelegenheiten in der Geschichte, wo das passierte. Das war im August bis September 2019, dann kam die Rezession 2020 im März und August 2006 bis 2007 dann die Rezession beginnend 2008. Und hier sehen wir gestern Philadelphia Fed Index, was da an kommenden Aufträgen erwartet wird, signalisiert, dass die Earnings Estimates einfach noch viel zu hoch sind. Der Markt hat eben eine Rezession nicht eingebaut. Preist, obwohl jetzt eben die Zinskurven so derartig invertiert sind wie seit dem Jahr 1979 nicht mehr, die 2- und die 10-jährige US-Staatsanleihe, also alles deutet, alles schreit letztendlich an den Märkten, da kommt eine dicke Rezession, selbst JP Morgan erwartet jetzt, dass hier diese Rezession kommt, deswegen hat wahrscheinlich Marco Kolanovic, der Dauerbulle, jetzt gesagt, naja, wir werden vorsichtiger eben, weil da eine Rezession kommt. Und eins dürfen wir nicht vergessen, wenn wir jetzt mal die Bewertung uns der Aktienmärkte anschauen, dann hat die natürlich, oder haben die Unternehmen von dieser Inflation zunächst mal profitiert. Du kannst die Preise anheben und zwar steigen deine Löhne, aber du kannst mit Preisanhebungen das Ganze mehr als kompensieren. Deswegen haben wir sehr gute Gewinne gesehen in der Inflationsphase in den USA. Wenn jetzt aber die Inflation nach unten kommt, kannst du diese Preise nicht mehr durchsetzen. Deine Marge wird schlechter gleichzeitig, aber bleiben für dein Unternehmen die Löhne hoch. Da kannst du nicht sagen, wir senken jetzt mal die Löhne. Und dementsprechend wird das alles dazu führen, dass wir deutlich geringere Profitmargen sehen. Das alles ist wahrscheinlich noch nicht eingepreist. Und interessant auch, dass wir ja jetzt geradezu einen Konsumrausch nochmal sehen in den USA. Kreditkartenschulden auf dem höchsten Stand ever, deutlich gestiegen, so stark gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Konsumenten, so sagte hier ein Analysehaus, konsumieren wie im Jahr 1929 vor dem Crash. Credit Card Amount, Record High since April, schnellste Anstieg seit 2009 und viele sagen ja, der amerikanische Konsument, der sei so resilient, dem gehe es doch so gut, das glaube ich persönlich nicht und wenn wir uns hier mal, um ein bisschen Doom hier zu betreiben und Gloom, dann sehen wir hier den VIX, der in diesem Wedge nach unten ist, unterer Chart links, oben sehen wir den S&P 500 und rechts sehen wir die Analogie des VIX zum Jahr 2008, die ist schon sehr auffällig und jetzt ging es dann praktisch unmittelbar danach voll nach oben für den VIX, dann kam Panik in den Markt im Jahr 2008. Wir werden bald wissen, ob sich eine ähnliche Struktur ausbildet oder ob das dann vom Tisch ist. Eins ist nicht vom Tisch. Die Fed hat jetzt in der letzten Woche, heute Nacht wurden frisch die Daten aus der Fed-Bilanz veröffentlicht, die Bilanzsumme ist so stark reduziert wie noch nie seit Beginn des Tightening, nämlich um 50 Milliarden Dollar. Das ist schon eine Menge Holz. Insgesamt hat man jetzt 400 Milliarden seit dem Beginn des Tightening reduziert. Die Bilanzsumme, wir waren bei knapp 9, jetzt sind wir bei 8,6 Billionen Dollar. Also die Fed entzieht faktisch Liquidität den Märkten und heute natürlich Verfall. Das wird eine ganz heiße Geschichte, zumal diese Optionen, die immer wichtiger werden für die Märkte, immer kurzfristiger eingegangen werden. Hier S&P-Optionen mit einer Laufzeit von weniger als 24 Stunden machen 44% des Trading-Volumens aus in diesem Bereich. 470 Milliarden pro Tag, das ist ein Riesenfaktor für die Märkte geworden, ist ein maßgeblicher Faktor für die Volatilität und wir sehen, oben im Chart, wo Sie die roten Punkte haben, das sind Turning Points, die meistens nach den Verfallsdaten kommen, entweder nach unten oder nach oben. Das liegt daran, dass eben Market Maker sich teilweise dann ihre Absicherungspositionen eben auflösen. Wir sehen ja, dass das Put-Call-Ratio jetzt so hoch ist wie seit den 1997 nicht mehr. Es sind die Professionellen, die sich da offenkundig absichern. Werden die, müssen die eindecken, ja oder nein, oder haben die da vielleicht einen richtigen Riecher? Wir wissen es nicht, jedenfalls 2,1 Billionen Dollar heute, das was da an Verfall der Fall ist. Wir sehen SPX, also SPX ist der S&P 500, 790 Milliarden alleine, Single Stocks 405 Milliarden, also da geht es um was, das dürfte heute ein interessanter Ritt werden, zumal
der Leitindex S&P 500 an einem interessanten Punkt ist. Wir sind gestern genau auf die 50er Retracement gelaufen, knapp über der 3900er Marke. Da war auch noch dicke Unterstützung aus dem Oktober. Also wir sehen, das waren die Hochs, ein Doppeltop aus dem Oktober. Da haben wir gedreht. Wir hatten hier einen Tiefpunkt. Wann war es? Im Juli. Also das war eine wichtige Zone. Wenn die durchgeht, so meine Prognose, dann wird es schwierig für die Märkte. Achten Sie also auf den Bereich 3900 beim S&P 500. Und witzige Stories auch in Sachen Krypto wieder. Genesis braucht jetzt offenkundig 1 Milliarde Dollar bis Montag, um eine Pleite abzuwenden, der Kryptoverleiher. Und wir haben jetzt insgesamt bei Kryptos und NFTs etwa 3 Billionen Dollar an Verlusten. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, der Gesamtverlust während der Finanzkrise lag bei 8 Billionen Dollar. Das heißt, wir haben im Kryptobereich alleine schon mal etwa 40% dessen an Verlusten, die angefallen sind, wie in der Finanzkrise. Und noch stehen wir da ja möglicherweise am Beginn. Jetzt ist hier rausgekommen, dass Bankman-Fried den Jim Cramer ja als der neue JP Morgan bezeichnet hat, dass der wohl von der Verwaltung in Bahamas angewiesen wurde, die ganzen Assets nach Bahamas zu transferieren. Damit fallen die dann möglicherweise nicht unter Chapter 11, fallen also nicht in die Insolvenzmasse, wenn du Pech hast als Gläubiger. Also es ist unglaublich, was da passiert. Die Ontario Teachers Pension Fund, das ist eine Pensionskasse der Lehrer aus Ontario, die massiv in FTX investiert hatten. Die haben jetzt ihr Investment auf null abgeschrieben. Es trifft also hier die Lehrer ganz besonders. Immobilienpreise fallen binnen 3 Monaten um 4,3%, nämlich in Deutschland. Artikelempfehlungen, erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung. Wall Street zittert, Japan kauft immer weniger US-Staatsanleihen. Numero due, da ist eben das Bedürfnis der Japaner oder die Notwendigkeit, den Yen zu stützen. Deswegen hat man US-Staatsanleihen verkauft. Und Turbulenzen bei Twitter, stürzt Musk Twitter ins Chaos. Offenkundig sind fast alle nach einem Ultimatum von Elon Musk abgehauen von Twitter, sagen, ich kündige. Und Musk twittert immerhin selbstironisch, how do you make a small fortune in social media? Start with a large one. Also wie machst du ein kleines Vermögen im Social Media Bereich, indem du mit einem großen Vermögen startest? Das ist der Fall. Dritte Empfehlung, das ist wirklich krass, was da passiert bei Twitter derzeit. Also 3 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns heute Abend im Marktgeflüster. Servus, ciao.